Anno Domini 1349, das Zeitalter der Pest. Der schwarze Tod legt das Leben im mittelalterlichen Köln lahm und tötet die Menschen unbarmherzig und ohne Unterschied. Einige unerschrockene Heilkundige stellen sich ebenso mutig wie verzweifelt gegen die heimtückische Krankheit. Mit Heilkräutern richten die Pestärzte wenig aus, aber sie markieren auch die Häuser der Kranken zur Warnung der Gesunden und versuchen, Kranke in ihren Häusern zu halten, um der Seuche Einhalt zu gebieten. Und damit herzlich willkommen zu How to Emergency 16, die Kampagne, das Tutorial dazu. Ja, wir machen die großen Einsätze und erklären so ein bisschen nebenbei. Genau, das Ganze passiert im Livestream, Freitag, 17 Uhr, gerne vorbeischauen. Da könnt ihr euch auch mit einbinden, mit Hilfe des Live Chats. dabei sein, einfach. Genau. Ach, guck mal. So, haben wir noch ein paar Impressionen aus dem mittelalterlichen Köln. Der Kölner Klingel im Bau. Man hört hier Ton überall gibt's wie immer diese nicht, weil Emergency. Pestfeuer. Ja, die ganzen Pestleichen, die hier rumgekarrt werden und verbrannt werden. Und hier die Ärzte mit den Pestmasken. Na genau. Und den Intro-Toning, der zählt irgendwie zur Musik dazu. Und bei Emergency-Musik kann man auf YouTube immer nicht so zeigen, die Hintergrundmusik, einfach weil Copyright. Du hast gerade Blödsinn, da wird nichts verbrannt, die werden einfach nur auf den Haufen geschmissen. So, wir haben. Jawohl, da war noch irgendwelche Feuer dann. Ja, wie auch immer. Ja. Ach. Wir haben ein bisschen einen anderen Stil, also es ist ja nicht das klassische Emergency, wir sind halt im Mittelalter, ne? Deshalb ist auch so ein bisschen Richtig. Blaustich und hier grau, so mäßig, ne? Ist ja so. Emergency 2016, Emergency 2017 haben wir da ja, dass der erste Einsatz immer in der Vergangenheit liegt und erst danach kehrt man in die heutige Zeit zurück. Und das Ganze hat ja auch einen Bezug zu einem speziellen Thema. In diesem Fall ist es Emergency 2016, das Thema Seuchen bzw. Pest insbesondere hat. Genau, so, ich habe gerade mal Deswegen. ganz kurz So das viel ist mehr Tutorial als gemacht. Tod. So. Richtig, das ist Und ja nichts jetzt. Spezielles außer mach links, leg auf den Typen und so und so fort. So, und die erste Aufgabe ist erstmal hier. Was Oui. machst du da? Ist erstmal, wir haben hier 20 Häuser, in denen wir nachschauen müssen, ob die Leute Pest haben oder nicht. Und dazu haben wir den Counter, den ihr oben seht. Counter, ihr seht ihn da oben, 4 Minuten 58. Das heißt, wir haben 5 Minuten Zeit, um alle 20 Häuser Sind zu fast achtlos. überprüfen. Deswegen heißt es hier auch wieder. Es ist weniger überblickbar, also auch Überblick behalten, wie beim normalen Einsatz. Nur ist hier halt eben die Challenge, dass man versucht, möglichst effizient alle 20 Häuser abzuarbeiten, dass man es auch innerhalb der 5 Minuten schafft. Genau, wir haben vier Pestärzte, das heißt, wir müssen das irgendwie in auf vier aufteilen. Das hier bietet Genau. sich zum Beispiel an, diese Reihe hier unten, also ich bin gerade hier unten auf der Karte, ne? Die Reihe hier unten, die könnte man zum Beispiel mit einem machen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Häuser. Zwei, wir haben vier Ärzte, das heißt, jeder muss fünf machen. Wenn alle gleich viel machen. Das bietet sich an. Das heißt, wir nehmen uns jetzt So erstmal den viele hier sind bereits tot. und schicken den. Das hier sind die fünf, genau. So. Heißt, wir schicken den Hoffentlich helfen dahin. die Kräuter. Genau. Dann brauchen wir eine zweite Gruppe. Machen wir. Weiß nicht. Ganz links da ist so wie so fast im Kreis der Die Fünfe. fünf, genau. Jo. Das Ja, sieht gut aus. die könnte man einem geben. Wir sind fast machtlos. So Nicht alle viele wählen. sind bereits Das ist tot. doof. Haben wir schon So gelernt. viele sind bereits tot. Vielleicht, wenn ihr auch die How to Emergency 5-Folgen schon von uns gesehen habt, dann kennt ihr natürlich auch schon so ein paar Einsatzstrategien und so ein Hoffentlich paar helfen die Dogmen, die Kräuter. wir immer wieder verbreiten, aber die wollen wir hier natürlich auch immer wieder Wir kurz sind fast erwähnen. machtlos. Wollt ihr aus 2 Genau. ausgewählt? Ja, ich weiß. Ich habe überlegt, ob ich die erstmal hier runterschicke. So, Ach so. dem haben wir jetzt gesagt, er soll das hier, dann geht er dahin. Hier hinten ist schon nichts mehr. Geht er hier hin? Dahin, dahin. Die Eingänge sind ja hier irgendwo dann hier auf Dann der im Kreis um Straße. diese Pestleichengrube da ringsherum gemacht. Genau. Dann haben wir, genau, die 5. Dann haben wir noch hier die 1, 2, 3, 4, 5. Und hier die hier. Machen wir mit denen. Geht der hier eins und dann noch eins rüber oder so? Und der anderen schicken Ja. wir ganz rüber. Und Ich der würde kommt sagen, dann einfach hier hin. lass die zwei einfach hier in der Mitte dann einfach So arbeiten und viele die sind laufen da bereits irgendwie tot. hier in der Mitte dann einfach rum. Ich werde tun, So, was ich schicken kann. wir Da den ist hier hin, der sinnvoll. geht dann dahin und dann geht er hier in die Richtung.
Oh, das denke ich. Und der andere kann ja von einer Richtung herkommen hier. Genau, so. Machen wir. Und auf geht's. Die reden auch die ganze Zeit so, Gott sei mit mir und bla 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 bla. Ja. Na, wie sonst, wie die Einsatzkräfte auch sagen, ja bitte oder irgendwie sowas oder wird ausgeführt oder, ach ja, keine Ahnung, was sie da sagen, aber die haben ja auch immer so Sprüche. Und so haben die halt eben dann hier Szenarien angepasste Sprüche. So, genau, jetzt sehen wir hier einen X, weil der da war da drin sozusagen und hat das markiert. Und der Typ hat Pest. Wenn kein X kommt, dann hat er keine Pest. Und wenn ein X da ist, dann hat er Pest. So. Wir sind fast machtlos. Wenn wir hier unten schwarze Leute haben, also diese Figürchen, und kein rotes Symbol, dann heißt es, der ist frei. Ich werde tun, was richtig. Aber gut, die Figuren kennt man ja auch schon, das sind Emergency 5. Mit Rot für Feuerwehr, Blau für Polizei, Orange für Rettungsdienst und Dunkelblau für anderes Hilfe. Zeugs wie genau technische Hilfe. Und so ist halt eben hier, dass die Pestärzte dem schwarze Mannequin auf dem unten auf der Karte sind. So, der hat. Einfach weil die kann man schlecht in eine der vier Kategorien einteilen, würde ich behaupten wollen. Am ehesten vielleicht noch Rettungsdienst. So, am ehesten. Aber ich glaube, das wäre irgendwie unpassend. Genau, der hat jetzt erstmal so einen längeren Weg. So, der ist gerade raus. Aber was mir auch gerade auffällt, die haben ja sogar angepasste Namen. Weil Augustin die, Wildenburg. Richtig, die haben. Die Einsatzkräfte haben auch immer alle Namen da unten, ne? Und die sind zeitlich angepasst. Kilian von Sternberg. 3,5 Minuten haben wir noch. Ah, das geht doch super hier. Sieht ganz gut aus. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal diesen Einsatz gemacht habe, also ich glaube, da habe ich das beim zweiten oder dritten Versuch geschafft tatsächlich. Da habe ich jedes Mal ganz kurz vor Zeitablauf nicht geschafft, weil noch ein Haus oder so übrig war. Das war ein bisschen nervig. Das Karl ist sowieso so ein Experte, der schafft es meistens nicht beim ersten Versuch. Wir sind fast machtlos. Hey! Ist doch so. Gut, meine Strategie war aber auch einfach nur, Hauptsache die Leute laufen zu irgendeinem Haus. Es hat keine Strategie, keine irgendwas, es hat einfach nur, die Leute müssen irgendwie die Häuser abklappern. Alle. Einfach alle Häuser abklappern. Nie soll irgendjemand stehen irgendwo. Ich glaube, ich habe auch ohne Pause gespielt. Erstmal nicht so schlecht, aber. Und ich habe auch, glaube ich, ohne Pause gespielt, weil ich einfach nur dahin hetzen, da ist jemand, da steht jemand, da, den dahin. Und auf Pause bin ich gar nicht gekommen auf die Idee, deswegen. Aber das so schön in Ruhe und ordentlich zu machen und strukturiert so ungefähr mit Plänen. Ich glaube, das hilft doch recht gut weiter. Also wir haben jetzt immer noch 12:40, also gerade mal knapp die Hälfte der Zeit abgelaufen. Ne? Und sind schon so gut wie fertig. Oh, wir können sie schon zurückschicken, ja? Ich werde tun, was ich kann. Ja, du sollst einfach nur zurücklaufen. Da musst du, glaube ich, nicht so viel tun. Außer laufen. So, fertig. So, letztes Haus ist fertig. So, jetzt haben wir zwei Pestärzte hier noch, aber die Aufgabe ist ja noch nicht abgeschlossen. Es geht noch weiter, denn die Leute, die strömen jetzt alle, die ganzen Pestkranken, die wollen alle aus der Stadt raus und die strömen jetzt alle in Richtung Hafen und wir müssen die jetzt alle wieder zurückweisen und sagen, nee, bleib da zu Hause, sonst steckst du noch weitere Leute an, das ist halt blöd. Und die wollen alle da zu diesem Schiff am Hafen und raus aus Köln. Hier ist das Schiff. Heißt... wir gehen einer hier rum. Die laufen aber alle in die Richtung. Wir bewegen uns in die Richtung hier, damit wir die dann abfangen können hier. Da gehen wir gar nicht erst hin. Einer geht hier rum und sammelt den kurz eben ein und dann geht er hier weiter und der geht gleich hier rum. Würde ich jetzt sagen. Oder wir gehen beide hier hin. Nee, lass die einfach mal beide hier ungefähr auf Höhe der Kirche stehen. Dazwischen der Kirche und dem Haus, da ist so eine Engstelle. Stell die am besten beide dorthin. Die Frage ist, laufen die, die hier hinten sind, da lang? Die laufen alle da vorbei. Weil hier zu ist, oder wie? Die laufen alle da lang vorbei, glaub mir. Okay, na dann. Sind noch einfacher. Den dahin und den anderen einfach. Oder einfach hier versuchen auf diesem Kirchvorplatz da, wenn die da vorbeikommen, einfach alle abzufangen, irgendwie nach und nach. Hypnose.
Der Vorteil ist übrigens auch, dass die recht langsam laufen, weil die krank sind. Deswegen sind die eigenen Leute schneller als die. Das heißt, schlimmstenfalls kannst du auch hinterher rennen. Na komm, ich hab ein Haus gewählt. So viele sind bereits tot. Ah nee, lol, ich hätte den Pestkranken ausgewählt. So sehr gut. Alle laufen tatsächlich alle hier an der Kirche vorne vorbei. Übrigens kein Zeitlimit, also daher. Ja. So viele sind bereits tot. Helfen die Kräuter. Der Zeitdruck ist in dem Sinne, dass die halt immer weiterlaufen, wenn du nichts machst. Ja, wobei du jetzt aber auch schon die letzten beiden gerade behandelst. Tot. Hoffentlich helfen die Kräuter. Das ist jetzt der letzte noch. Schlimmstenfalls. Und dann ist der Einsatz auch abgehakt. Schlimmstenfalls ziehst du den Leuten mit dem Pendel eins über die Rübe. So, dann schauen wir direkt mal, wie es weitergeht. Jetzt geht's ins moderne Köln. Gerade noch im Mittelalter. Jetzt sind wir in der heutigen Zeit, in der Moderne. Audio gibt's leider immer noch nicht, wegen Emergency Copyright und so. Pascal ist auch dauerhaft noch mit dabei. Nicht wundern, wenn wir etwas verwirrt sind. Wir nehmen das gerade ein bisschen später auf. Also ja, was haben wir hier? Pestleichen. Na toll. Sehe nichts. Gucken ins Stream. Also ja, wir sind immer noch live, aber wir sind wieder live. Untersuchen Sie alle Personen und ein armer PC. Weitere Passanten nicht der Baustelle näher. Was haben wir hier? Eine erkrankte Person mit Schnelltest untersuchen. Och Gott, das hat so Corona-Vibes irgendwie. Ganz schlimm. So, weißt du, früher dachtest du so, oh Gott, ist das abstrakt hier. Ja, und mittlerweile hast du die Erfahrung, okay, es kann auch sein, dass du dir dreimal die Woche irgendeinen Schnelltest in die Nase schiebst. Das war zum Teil ganz normal, ne? Ja, nur dass das Virus nicht aus einer Pestleichengrube in Köln stammt, wo vor einigen hundert Jahren Pestleichen verscharrt wurden. Ihr habt es ja gesehen, vorhin, in dem Mittelalter-Einsatz, sondern dass er eben von einem chinesischen Tiermarkt stammt. Brauchen wir hier? Wir brauchen einfach nur Notärzte, ne? Feuerwehrleute gingen, glaube ich, aber auch. Außerdem müssen wir diese Dämpfer dann gleich kühlen. Die Aufgabe bekommen wir dann. Das alarmiere ich die Feuerwehr gleich nochmal mit. Einfach, dass diese ganzen Staubpartikel, die herauskommen, mit dem Wasser gebunden werden, wir zu Boden sinken. Nicht, dass sich die ganze Luft verteilen und einfach die ganze Stadt infiziert wird über die Luft. Genau. Ich weiß nicht, ob nur die Notärzte das haben, die Schnelltests. Ich meine schon. Okay. Also wie gesagt, es ist zwar lange her, dass wir es gespielt haben. Jetzt der Einsatz ist nicht so lange her. Aber an sich, die ganzen Einsätze, die wir hier spielen, die haben wir schon seit einer Weile nicht mehr gespielt, aber schon häufig genug, als dass wir noch ungefähr wissen, wie es geht. Deswegen würden wir es einfach nur euch stupide vorzeigen, mit wir wissen auswendig, wie man das macht. Wäre ja auch ein bisschen langweilig. Aber trotzdem seht ihr hier in unseren Videos immer, beziehungsweise auch im Livestream, wenn ihr live dabei seid natürlich, wie dieser Einsatz am besten zu lösen ist. Laut wie wir es wissen. Ja, alles klar. Gibt es Personen, die durch unser Rettungspersonal gesichtet werden sollten. Verstanden. So, und dann natürlich auch immer schauen, dass man den Überblick behält und nicht irgendein Chaos macht. Ach so, und nicht irgendwie dafür sorgen, dass die hier zum Teil irgendwo rumrennen, sondern dass die irgendwie auch immer auf gesicherten Wegen gehen. Weil im letzten Fehlgeschlagenen ist dann einer hier runtergelaufen und dann ging das Ganze nicht mehr. Da kam aus der Baugrube nicht mehr raus. Sie sollten die Wolke über der Baustelle mit Wasser. Genau, da kriegen wir jetzt auch den Auftrag dafür. Dafür benötigen wir den Rettungswagen, um die abzutransportieren. Genau. Dafür haben wir auch dann das Symbol da. Richtig. Dieses Symbol der chemischen Kontamination, die gilt hier aber auch für eine biologische Kontamination im Spiel. Und einige von denen sind auch allgemein einfach nur erkrankt, die fühlen sich unwohl, aber die war der Schnelltest aber negativ. Bin ich auch schon, wie schnell die so plötzlich Schnelltests für Pest einfach herbekommen. Ich weiß nicht, sind die in irgendeinem Standard-Equipment drin? Glaube nicht. Wir sollten Polizei alarmieren, damit hier nicht noch mehr Leute hinlaufen. Ja, alle Leute, die sich der Baugruppe nähern, werden nämlich auch infiziert, sofern sie keine Rettungssanitäter sind oder Notärzte. Und die ganzen Pestinfiziert mit diesem blauen Symbol drüber, die müssen von einem Notarzt in den RTW geleitet werden. Feuerwehrleute, genau. Kontaminierte Personen mit einem Dekon-Feuerwehrmann in den Dekontaminationswagen dann begleitet.
Ganz normale Feuerwehr. Das ist die gleiche Mechanik, einfach. Die müssen doch die Sanitäter nicht aussteigen lassen und so dafür. Die müssen einfach nur in den Rettungswagen rein und kann der abfahren direkt. Kann man mit Megafon die Polizisten ausstatten. Muss halt nur aufpassen, dass die Polizisten dann nicht auch zu nah an die Baugruppe rangehen. Ja. Mit ihren Megafonen. Sonst sind die auch infiziert. Das ist mir mal passiert. Ich muss da auch erstmal schaffen. Ja, das habe ich auch geschafft. So, stell euch mal bitte dorthin. Ihr braucht, glaube ich, schon 3, 4, 5 Wassersträhle, die da drauf machen muss, damit es gestoppt wird. Ach, die Feuerwehrleute haben auch Schnelltests dabei übrigens. Das ist auch sehr gut. Okay, also 2 DLK reicht. Nee, das sind jetzt nur die Verletzten. Das sind nur die Schnelltests machen. Die Staubwolke geht doch immer nicht jetzt gekühlt. Ja, aber die wird gekühlt. Die Dings geht runter. Ah, jetzt wird's. Ah, stimmt, ja. Ich habe den Balken übersehen. Kühlt trotzdem bitte mal weiter. Ey, das Gute, die Dinger haben einfach unendlich Wasser. Also, so ein Luxus. Vielleicht, also Standard Emergency ist immer so eine Sache. Also, es ist recht simpel gehalten. Und wenn man es komplizierter haben möchte, dann gibt es natürlich da gute Modifikationen, mit denen wir auch häufiger auf unserem Kanal spielen. Könnt ihr euch gerne auch auf unserem Kanal umsehen. Diesbezüglich. Also, ich nehme als Wörter nur im Mund Lüdenscheid oder Wuppertal oder Biberfelde. Also, das sind alles schöne Modifikationen, mit denen man Emergency noch ein bisschen komplexer und auch realistischer gestalten kann. Und dann die sind wir einfach gewöhnt, weil wir mit denen häufiger spielen als so im Vanilla Emergency. Mittlerweile, ja. Ja. So, hier haben wir jetzt noch einen, der sollte bitte auch noch mal einen Rettungswagen holen. Und ich meine, ansonsten gibt es ja nicht so viel zu kommentieren, ich meine. Also die Schnelltests und so, die Schnelltests sowie die Begleitung zum Rettungswagen können auch Feuerwehrleute machen. Das behandeln, das müssen nur jetzt machen. Ja. Aber wie gesagt, ist ja auch der zweite Einsatz erst hier und er kann auch nicht so komplex sein. Es sollte nicht ganz so sein. Wumm, wumm, ja genau. Diese KIs. Hat lange zum Kühlen gebraucht oder was? Oh mein Gott. Ja, kommt über die Frage, woran hat's hier liegen, ne? Versuchen Sie immer den Überblick über alle Verletzten am Unfall. Ja, okay. Was man hätte besser machen können, ist die Feuerwehrleute zum Testen zu nehmen und damit dann die Notärzte gleich versorgen. Ja. So, und ihr seht es übrigens hier schon hier oben. Gebäude droht einzustürzen. Für euch ist es jetzt so, wenn ihr das weiter spielen wollt, das Spiel, dann habt ihr es nicht wie in Emergency 5, wie ihr es vielleicht von da schon gewohnt seid, dass ihr jetzt einfach freie Einsätze bekommt. Sondern ihr kommt jetzt immer ein Einsatz nach dem anderen in einer speziellen Reihenfolge vom Spiel vorgegeben. Die werden wir hier in How to Emergency jedoch nicht zeigen in den Folgen, sondern weiterhin nur die Großeinsätze, die dann auch zwischendurch irgendwann mal kommen werden. Die halt komplizierte sind, weil das hier sind halt recht einfache hier so. Also einmal, was weiß ich, mit dem Feuerwehrmann die Axt einschlagen, genau. Und dann mit dem Ingenieur einmal überprüfen lassen, das ist jetzt nicht so kompliziert. Also das ist halt, genau. Ja. Dann war es mit dieser Folge und einen wunderschönen Tag noch und tschüss. Tschüss.